Die ist ja richtig broken. Cool. It's freaking insane. I mean, it's gonna change the game completely in terms of, oh, what you can and cannot do. It's not like, it's like the next Ring Dragon Horosphere mode, except it's much faster. Like, yeah, when I saw Nibiru for the first time, I was very impressed because very strong effect. Baba, richtig Baba. Also, Konami hat sich da überlegt. Machen wir mal nicht sowas wie Max C, was unfair ist, sondern ne, balancen wir das ein bisschen und geben mal den Spielern das, was sie die ganze Zeit haben wollen. So ein bisschen Anti, hört auf zu spammen, bisschen Punishment. Gefällt mir. Meta Killers. The game is like literally totally different now. It'll never be the same. Like, I really, like, they're really balanced and they're really strong too. It's like a perfect balance of like, it can feel broken, but it also like answers everything. So I think it's very well designed. This I think is it's why, crazy. This is why guard dragons didn't get banned. Yeah, I think it's crazy. I love it. I love those cards. They're amazing, especially the one that can banish the cards, right? If I get it right, because I play a Maju deck, a banishing deck, so I'm sure gonna use this card. And the two other ones are broken too, so it's gonna change a lot the meta. Yeah, for me, these new cards really set a new line for the meta. Because now the meta is more balanced, I think. That it's really nice, because now you can summon maximum 4 or 5 cards before something crazy is gonna happen with this card. So it's nice, I really like it. When I take the first look at those new cards, I could not believe what I was about to see, because especially one card, the Nibiru card, was absolutely broken. It could clean the board in a minute. So, oh my god, I'm in disbelief right now. Ja, nachdem ihr jetzt die ganzen Reaction gehört habt, das hier sind sie. Ich habe sie in der Hand, die drei neuen Karten. Es sind auf jeden Fall sehr krasse Karten, sie sind auch sehr meta-verändernd und sie sind vor allem sehr, sehr flexibel und das heißt für jedes Deck einsetzbar. Und ich bin halt wirklich der Meinung, dass diese drei Karten wirklich das Meta auf eine Art und Weise verändern, die wir natürlich noch nicht vorhersehen können, aber es wird eine große Veränderung geben im Meta mit diesen drei Karten. Wir haben zwei Monster und eine Zauberkarte. Ich werde sie jetzt hier in groß einblenden, denn wir haben halt die Möglichkeit, die echten Karten hier in der Hand zu haben. Das heißt halt einfach, ich kann sie damit machen, was ich will. Nicht weglaufen, das geht nicht, aber ich kann sie auf jeden Fall hier sagen. Wir haben halt einmal eine Zauberkarte und sie sagt halt, negiere die Effekte von allen offenen Monstern, die der Gegner aktuell kontrolliert. Dafür kann er für den Rest des Spielzugs keinen Kampfschaden erhalten, was natürlich okay ist. Ich meine, alle Monster sind negiert, was bei einem krassen First-Turn-Board natürlich sehr gut ist. Und jetzt denkt sich jeder, okay, das ist ja nicht so krass als solches. Ich meine, kann man den negieren? Nein, kannst du als solches nicht, denn nicht zumindest mit Monster-Effekten, denn sie sagt, Nether Player can activate Monster-Effects in response. Das heißt, keiner kann hier drauf reagieren und diese Karte, ja, ist halt wie eine Super-Poly, das heißt, man kann nicht darauf reagieren, außer natürlich mit Zauber- und Feinkarten. Crusendo fällt da natürlich sofort ein, Solemn Judgment zum Beispiel. Die Karten können diese Karte natürlich aufhalten, aber ansonsten halt eben nicht. Und das ist natürlich sehr krass zum Outen von krassen First-Turn-Feldern und wird natürlich eine Karte sein, die auf jeden Fall Meta seinen Platz finden wird und ich denke vor allen Dingen auch in Sky Striker explizit. Dann kommen wir zu der zweiten Karte, das ist quasi ein Ra-Kugel-Modus. Im gegnerischen Spielzug, so kann man es kurz zusammenfassen, aber ich komme einfach mal zu der Karte. Während der Main Phase, falls der Gegner normale Spezialbeschwörungen gemacht hat, 5 oder mehr, das heißt man muss zählen, wie bei Summon Limit, 5 oder mehr, dann darfst du sie einfach spezial beschwören und das tust du, indem du alle Monster deines Gegners opferst. Das ganze Feld wird geklärt. Dafür kriegst du einen Token mit der kombinierten ATK und Death aller Monster, die tributiert worden sind. Das heißt, das Token wird sehr stark sein, aber es ist halt kein Effektmonster mehr und deine ganze Kombo ist wahrscheinlich hier. Ist cool, er selber hat 3000. Natürlich, wenn du die rufst, wenn der Gegner dran ist und halt schon eine Battleface hat, ihn in ATK beschwören. Der Token kann dann schon leicht die 10.000 ATK erreichen, maybe. Kann dann Game sein, muss man dann auf jeden Fall sehen. Eine sehr krasse Karte, natürlich vielleicht eine Zukunftsstaple, man wird auf jeden Fall sehen. Dann kommen wir zu der aus meiner Sicht halbwegs schlechten Karte, aber immer noch absolut gut und halt mal schön frischer Wind. Und zwar, wenn du keine Karte im Friedhof hast, ja, das kommt natürlich nur First Turn vor. Wenn du Second gehst, ja, oder halt dein First Turn, wenn du gerade anfängst, dann kannst du diesen Effekt aktivieren. Du wirfst sie ab auf den Friedhof. Bis zu Ende des nächsten Zuges, ist natürlich wichtig, nächsten Zuges, alle Karten, die auf den Friedhof gelegen werden, werden stattdessen verbannt. Mega gut für Decks, die mit Friedhof arbeiten. Mir fällt nur Orkust ein.
arbeite komplett mit dem Friedhof, BA, whatever. Diese Karte sagt Nein zu diesem Deck und ich würde sagen, das ist eine ziemlich coole Sache. Natürlich, Downside, Nyx and Gravefarm. Im Late Game ist die Karte absolut tot, also spielt Dark Allure, denn sie ist dark. Ja, das sind die drei neuen Karten. Und ich finde es sehr cool. Und falls ihr euch jetzt denkt, das war's alles, wir haben uns die einfach nur angeguckt. Nein, wir werden uns jetzt noch den Mitarbeiter von Konami schnappen und fragen, was Konami sich dabei gedacht hat, diese drei Karten zu erstellen, beziehungsweise was der Hintergedanke dabei war. So, with these three new cards, we wanted to make sure that people who, you know, people who enjoy decks like heavy combo things can still enjoy that, but so that people who want to play, you know, slower decks that play a little more of a fair game in the player parlance can do that as well. So we want to give them, you know, powerful options that are proportional to the power of the other decks that they're meant to fight against. Ja, das ist dann mal doch ein sehr großes Statement. Auf jeden Fall, man will Combo-Decks zwar nicht verbieten, aber zumindest ab und an vielleicht mal bestrafen. Ja, und meine erste Reaktion zu den ganzen Karten war einfach so, what? Also, keine Ahnung, mir fehlen einfach die Worte. Es war einfach so, das steht da wirklich auf den Karten. Fand ich sehr cool, dass es auf jeden Fall umgesetzt wurde. Vor allen Dingen, weil meine Angst ja war, als angekündigt wurden, dass es halt drei meta-verändernde Karten sind, dass die Karten dann vielleicht doch nicht so meta-verändernd sind. Aus meiner Sicht sind es, aus den anderen Sichten ebenfalls. Man wird sehen, ob die Karten in Zukunft halt wirklich was verändern. Auf jeden Fall ist es eine von drei Promos bei den Tinboxen. Und das ist auf jeden Fall ziemlich cool, denn so ist die Karte ziemlich leicht zu bekommen. Ich schätze mal, dass sie preislich so bei 5 Euro sich einpendeln wird. Aber man wird natürlich sehen, das weiß man natürlich nicht. Ja, hier an der Seite kommt nochmal zu meinem neuen Warum-Video. Ja, ich habe ein neues Warum-Video gemacht und ja, schaut einfach mal vorbei, wenn ihr Bock habt. Und das war von den Worlds erstmal und vielleicht kommt ja noch mehr.